Bau mit Admira Wacker. Bezeichnenderweise oder merkwürdigerweise alle drei Niederösterreicher spielen auswärts. Admira Wacker dürfte der Papierform nach die leichtere Ausgangssituation haben. Es ist doch ein Duell zweier neuer Trainer. Einer davon ist Admira-Trainer Dietmar Constantini, der erstmals in der ersten Division Hauptverantwortung für das Geschehen im Club trägt. Aber auch Vorwärts Steyr hat einen neuen Trainer, nämlich Franz Mrakovic, der schon vor 7 Jahren bei den Steirern gewesen war. Vorwärts im ersten Spiel in der Zehnerliga vor der Pause von links nach rechts in den roten Leibchen. Vom Anstoß weg die erste Möglichkeit, Andreas Herrer. Fast 4000 Zuschauer im Vorwärtsstadion, das ist Andreas Herrer, der zunächst in die deutsche Bundesliga wollte. Dann Baraj, Novak, Walter Waldhör im Duell mit Gruber. Und Eckball für Vorwärts. Die Steirer machen ganz klar das Spiel, dominieren über das Mittelfeld. Eckball Fuchsbichler, Herrer wieder. Zweite gute Möglichkeit in diesem Spiel. Vorwärts ja mit dem neuen Libero Vukovic. Dafür hat Kurt Hochwedlinger seine Karriere beendet. Madlener. Und die nächste Möglichkeit gerettet hat Hans Kogler, der in der letzten Saison bei Vorwärts Steyr gespielt hatte. Hier der Mann mit den langen Haaren. Keine einzige Möglichkeit in dieser Phase für die Südstädter. Das ist Vukovic, die beiden Liberos, Vukovic und Müller zusammen. Und Herraf, und das ist das 1:0 in der 19. Minute. Andreas Herraf in der abgelaufenen Saison hatte er 12 Tore erzielt, war der beste Schütze für Vorwärts. Er erzielt den allerersten Treffer in der neuen Zehnerliga. Hier noch einmal Madlener verpasst. Er erzielt also den allerersten Treffer in der 19. Minute. Vorwärts Steyr liegt mit 1:0 in Führung. Andreas Herraf und natürlich, er freut sich. Dann aus einer Standardsituation die einzige Möglichkeit in den ersten Minuten für die Admira ein Kopfball der Neuerwerbung Vastic aus St. Pölten. Aber das Fehlen der Abgänge von Artner und Marschall bei der Admira ganz deutlich zu spüren. Freistoß von Madlener und Gruber vor Fuchsbichler zur Ecke. Eckball des jungen Talentes Felbermeier und Grinner, 2:0, 38. Minute. Vorwärts Steyr liegt also mit 2:0 in Führung. In der Wiederholung sehen wir völlig ungedeckt Gernot Grinner, der in der letzten Saison bei Stahl Linz gespielt hatte. Und Vorwärts führt durchaus verdient und da freut sich natürlich Franz Mrakovic und gibt immer wieder Anweisungen. Kurz vor Seitenwechsel dann die zweite Möglichkeit in diesem Spiel für die Admira. Michael Gruber, guter Schuss, aber Pausenstand. 2:0 für Vorwärts Steyr. Die Mannschaft spielt wie aus einem Guss und es gießt auch nach der Pause in Strömen. Abfalterer kommt bei der Admira, aber Vorwärts macht ganz klar das Spiel immer wieder. Waldhör, guter Kopfball von Music, dem Bosnier der Neuerwerbung aus Castellón. Aber knapp vorbei und Wolfgang Knall hat gut gehalten. Dann wieder Felbermeier. Herauf, nächste Möglichkeit. Chance um Chance für die Vorwärtsmannschaft, die einfach nicht wieder zu erkennen ist. Die das beste Spiel seit lange bietet. Der Novak. Guter Pass auf Herraf. Wieder Novak. Und 3:0. Zunächst wurde Music als Torschütze angegeben, aber Michael Novak, der Oldboy, bringt seine Mannschaft in der 68. Minute mit 3:0 in der Führung. Friedlich geht's in Steyr zu. Der Bosnier Music verlässt den Platz und der Serbe Dubajic kommt, der beim LASK im Streit geschieden ist. Aber Vorwärts weiter das Spiel, kaum eine Möglichkeit der Admira, die nicht zu sehen ist. Das ist Dubajic in seiner ersten Aktion mit dem Außenriss und Tor, 4:0, 76. Minute. Was für ein Einstand für den Serben Dragan Dubajic. Noch einmal, mit dem Schuss, mit dem Außenriss in die kurze Ecke hatte Wolfgang Knaller nicht gerechnet. 4:0 für Vorwärts Steyr und die Sprechchöre Vorwärts, Vorwärts werden angestimmt. Nächste Möglichkeit. Chance für Waldhör auf das 5:0. Und fast wäre es passiert. Bacher war dazwischen. Und Andi Herraf tröstet ihn. Die letzte Minute läuft. Admira Wacker in diesem Match praktisch ohne Chance. Dann doch noch Vastic und er erzielt den Ehrentreffer. Vorwärts Steyr gewinnt mit 4:1 ein Auftakt nach Maß für den neuen Trainer Mrakovic. Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben uns nicht gedacht, dass wir so gut spielen werden. Und mit dem Ergebnis bin ich voll und ganz zufrieden. Wir haben auch das Spiel, glaube ich, diktiert über 90 Minuten. Wir haben uns die ersten 2 Tore selbst geschossen. Abseitsfalle aufgebaut, wo alle nur gerade hinausgelaufen sind. Und das zweite Tor haben wir den eigenen Tormann behindert.
dann ist man 2-0 hinten und dann ist natürlich schwer. Steyr hat einen Boost bekommen, haben dann sehr gut gespielt und verdient gewonnen, auch in dieser Höhe. Also für Gesprächsstoff ist gesorgt. Richtiger Tipp 1. Schauen wir uns die Gesamt